Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum digitalen Fachgespräch der Allianz für gesellschaftlichen Zusammenhalt Deutschland, eine gespaltene Gesellschaft. Die Allianz ist ein Zusammenschluss mehrerer Stiftungen. Das heutige Fachgespräch wird gemeinsam veranstaltet von der Zeit-Stiftung, der Deutschen Nationalstiftung und der Bertelsmann-Stiftung. Mein Name ist Kai Unsicker und ich darf Sie im Namen der Veranstalter begrüßen und mich bei Ihnen für Ihr Interesse an der heutigen Diskussion bedanken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass wir heute über die große Frage sprechen, in welchem Zustand sich unsere Gesellschaft befindet und dass wir mit Professor Detlef Pollack, mit Professor Steffen Mau und mit Dr. Jasmin Elmenoir so ausgewiesene ExpertInnen für diese Diskussion gewinnen konnten. Es liegen nun fast 2 Jahre der Pandemie hinter uns und die Krise ist immer noch nicht überwunden. Jede Woche versammeln sich an zahlreichen Orten sogenannte Querdenker zum Protest. In der öffentlichen Diskussion ist wieder, nicht zum allerersten Mal, von Spaltung die Rede. Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner ersten Regierungserklärung das Bild von der Spaltung der Gesellschaft verworfen. Aber wo stehen wir heute? Ist die Gesellschaft also nun gespalten in Impfgegner und Impfbefürworter, in Tempolimit-Anhänger und Autobahnraser, in vielfaltsoffene und Einwanderungsskeptiker, in jene, die mit kleinen Pausen gendern und jene, die darin den Untergang der Sprachkultur befürchten? Mit unserer Reihe von Fachgesprächen wollen wir als Allianz aus Stiftung einen inhaltlichen Dialog zwischen Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft fördern, der gerade in diesen herausfordernden und aufgeregten Zeiten besonders wichtig ist. Die Frage, wie es um die deutsche Gesellschaft steht, ob sie gespalten ist, polarisiert, und wenn ja, in welchem Ausmaß, ist dabei nicht leicht zu beantworten. Ich freue mich umso mehr, dass unsere heutige Moderatorin Shelly Kupferberg mithilft, eine Antwort auf diese Frage näher zu kommen. Sie ist Journalistin und Autorin. Sie arbeitet unter anderem für die ARD und den Deutschlandfunk und konzentriert sich dabei neben Themen der Kultur, Bildung und Zivilgesellschaft insbesondere auch auf Fragen rund um Demokratie, Partizipation sowie Diskriminierung und Migration. Liebe Frau Kupferberg, schön, dass Sie da sind. Und bitte übernehmen Sie. Herzlichen Dank, Kai Unsicker. Ja, auch von meiner Seite aus einen schönen guten Tag. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Jasmin Elmenoir von der Bertelsmann Stiftung. Sie ist Senior Expert bei der Stiftung und leitet das Projekt Religionsmonitor, das sich eben mit Religion und gesellschaftlichem Zusammenhalt befasst. Sie hat gemeinsam mit Kai Unsicker letztes Jahr die Studie Klimawandel, Vielfalt, Gerechtigkeit, wie Werthaltung unsere Einstellung zu gesellschaftlichen Zukunftsfragen bestimmen, veröffentlicht und hatte zuvor die Forschungsprojekte im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Deutschen Islamkonferenz geleitet. Sie ist Mitglied des vom Bundesinnenministerium berufenen unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit sowie Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Islamkolleg e.V. in Osnabrück. Frau Elmenoir, schön, dass Sie heute mit von der Partie sind. Hallo. Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein und freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen allen. Ich stelle Ihnen ganz herzlich Professor Detlef Pollack vor, Professor für Religionssoziologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Im letzten Jahr hat er mit KollegInnen die Studie von Verteidigern und Entdeckern ein Identitätskonflikt um Zugehörigkeit und Bedrohung veröffentlicht. Und möglicherweise haben Sie auch seine letzte Publikation wahrgenommen, das unzufriedene Volk, Protest und Ressentiment in Ostdeutschland von der friedlichen Revolution bis heute. 2020 ist dieser Essay, dieses Buch erschienen. Herr Pollack, schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und ich begrüße ganz herzlich Professor Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Auch er sitzt in vielen Gremien und hat Forschungsschwerpunkte inne, die folgende Themen umfassen: soziale Ungleichheit, sozialstrukturellen Wandel, Europäisierung, Migration und Grenzen, hat viele Veröffentlichungen dazu vorgelegt. Im Laufe dieses Gesprächs werden wir ein wenig mehr darüber erfahren. Herr Mau, schönen guten Tag, hallo. Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, und Sie können sich denken, liebes Publikum, ich habe mir beim Aufbau dieses Talks ein bisschen was gedacht und deswegen oder so versteht sich dann auch die Reihenfolge, die ich jetzt erst einmal bei den unterschiedlichen Studien, die ich Ihnen ein wenig mit unseren GesprächspartnerInnen vorstellen möchte, so bauen werde, wie ich es getan habe. Und deswegen würde ich gerne mit Professor Pollack loslegen, lieber Herr Pollack. Im letzten Jahr haben Sie mit Kollegen die Studie, ich sagte es, von Verteidigern und Entdeckern, einen Identitätskonflikt um Zugehörigkeit und Bedrohung veröffentlicht. Sie haben dabei 4 Fragestellungen auf der Grundlage einer umfassenden Datenbasis untersucht. Lassen sich denn tatsächlich konsistente gesellschaftliche Lager beobachten, die sich hinsichtlich ihrer Identitätsvorstellungen ganz grob unterscheiden? Also wir haben die Studie in verschiedenen Ländern durchgeführt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen, in Schweden, in Frankreich. Und was hier wahrscheinlich am meisten interessiert, ist die Frage, ob wir eigentlich von einer Spaltung in Deutschland sprechen können. Und wir sind da relativ zurückhaltend. Wir können verschiedene Gruppen ausfindig machen, die wir eben Entdecker oder Verteidiger nennen. Aber man muss von vornherein sagen, dass diese Gruppen vielleicht 20, 30, 35% der Bevölkerung abdecken, also nicht die gesamte Bevölkerung. Aber wenn wir diese Gruppen uns anschauen, dann sehen wir sehr wohl doch typische Einstellungsmuster, die auch miteinander verbunden sind. Und wenn ich das gleich sagen darf, ja, also wir haben verschiedene Fragen gestellt, also zum Beispiel die Frage danach, wie man sich eigentlich Zugehörigkeit zu Deutschland vorstellt. Also da sind solche Fragen mit dabei. Meinen Sie, dass es notwendig ist, in Deutschland geboren zu sein? Oder so eine Frage, muss man eigentlich deutsche Vorfahren haben, um dazuzugehören? Aber wir haben auch andere Fragen gestellt, zum Beispiel, ob man das Gefühl hat, bedroht zu sein durch Flüchtlinge oder durch Musliminnen und Muslime. Oder ob man das Gefühl hat, in der Gesellschaft marginalisiert zu sein. Und diese ganzen verschiedenen Fragen haben wir dann sozusagen miteinander kombiniert in einer sogenannten Cluster-Analyse. Und dabei haben wir dann auch dann versucht, politische Einstellungen damit zu kombinieren. Also zum Beispiel, ob man Vertrauen hat in den Bundestag oder aber auch in die EU oder wie zufrieden man mit der Demokratie ist. Und wenn man das Ganze zusammenführt, dann sieht man typische Profile. Und ein typisches Profil ist eben das Profil des Verteidigers, ein anderes das des Entdeckers. Genau, und lassen Sie uns diese beiden Profile ein wenig nochmal aufdröseln. Was macht den Verteidiger, was macht den Entdecker aus, ganz grob gesagt? Ja, also die Verteidiger zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein sehr enges Konzept von Zugehörigkeit haben, dass sie sich marginalisiert fühlen, dass sie sich politisch kaum repräsentiert fühlen und dass sie relativ unzufrieden sind mit der Demokratie. Nun ist bei einer Clusteranalyse Folgendes wichtig. Man kann dabei herausfinden, gewissermaßen, wie stark bestimmte Gruppierungen von den jeweiligen Mittelwerten abweichen. Also das Ganze ist sozusagen so gebaut, dass man die Differenzen vor allem sieht. Und wenn man jetzt diese Gruppe der Verteidiger, die Entdecker gegenüberstellt, dann sehen wir sozusagen ein spiegelverkehrtes Bild. Und die Entdecker zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben sehr offen sind in ihren Zugehörigkeitsvorstellungen, dass sie sich nicht so stark marginalisiert fühlen, dass sie relativ zufrieden sind mit der Demokratie und auch ein relativ hohes Vertrauen haben in das Institutionssystem der Bundesrepublik. Und wenn man nur diese beiden Gruppen anschaut, dann hat man das Gefühl, die Gesellschaft ist polarisiert. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, es gehen ungefähr 1/3 der Befragten in diese beiden Gruppen ein, aber 2/3 eben nicht. Die, könnte man sagen, liegen irgendwo in der Mitte. Wir haben die nicht bezeichnet. Wenn Sie von dem Mittelfeld sprechen, wie lässt sich das denn definieren? Woran machen Sie das fest? Ja, das ist sozusagen, das sind diejenigen, die sozusagen zu diesen beiden Gruppen nicht dazugehören, die gewissermaßen Einstellungen haben, die von den jeweiligen Mittelwerten nicht so stark abweichen. Und man kann das auch mal inhaltlich festmachen. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Also wir haben auch danach gefragt, wie ich schon sagte, wie zufrieden man mit der Demokratie ist. Und da sind es ungefähr doch 70%, die sagen, die sind zufrieden mit der Demokratie. Ja, und das unterscheidet sich natürlich, wenn man dann die Gruppen auseinandernimmt. Die Entdecker sind weitaus zufriedener, die Verteidiger weitaus weniger zufrieden. Aber im Mittel ist es sozusagen dann doch eine Mehrheit, die zufrieden ist.
man kann es noch mal ganz anders differenzieren. Man kann es auch nach Ost und West differenzieren, haben wir auch gemacht. Dann kommen ganz neue Muster heraus. Aber was dabei interessant ist, wenn wir sozusagen genau die gleichen Fragen stellen, also sozusagen die Parameter nicht verändern, dann sehen wir eine Differenz zwischen West- und Ostdeutschland. Oder mal ein bisschen genauer gesagt, also dann sind es nicht etwa 30%, die diesen Extremgruppen zugehören, den Verteidigern oder den Entdeckern, sondern dann sind es ungefähr 60%. Und das heißt, wir haben also auch eine Differenz zwischen dem Landesteil beobachtet. Und das ist auch möglicherweise nochmal relevant für die Frage, wie gespalten eigentlich unsere Gesellschaft. Unbedingt. Aber auf diese Feinanalyse kommen wir dann vielleicht in einer weiteren Runde. Erst einmal herzlichen Dank, Herr Pollack, für diesen ersten Aufschlag. Steffen Mau, Sie sind ein wenig anders vorgegangen. In den wissenschaftlichen und publizistischen Debatten ist ja häufig von einer neuen Lagerbildung die Rede, bei der sich die besser gestellten Gruppen für Migration und die Anerkennung von Diversität zum Beispiel ausgesprochen haben, während die schlechter gestellten Schichten dem ablehnend gegenüberstehen. Sie sind in Ihrem Aufsatz über diese Zwei-Lager-Theorie, die wir gerade von Herrn Pollack gehört haben, so ein bisschen hinausgegangen, haben sozusagen drei Dimensionen der Ungleichheitskonflikte und Einstellungen unterschieden und untersucht. Warum und welche sind das genau? Ja, im Prinzip ist sozusagen die Kontrastfolie, die wir nutzen, schon diese Zwei-Lager-Theorie, der sozusagen die Spaltung der Gesellschaft in ein kosmopolitisches Oben, also diejenigen, die für offene Grenzen sind, für Gender-Mainstreaming, für neue Lebensformen, auch für Umweltschutz und ein möglicherweise traditionalistisches oder kommunitaristisches Unten, die eben nicht viel von Multikulti halten, von Transgender nicht besonders viel, auch vom Diversitätskult nicht besonders viel. Und das ist so ein gängiges Narrativ, das man ja auch im Feuilleton, zum Teil auch in publizistischen sozusagen Veröffentlichungen dann immer wiederfindet. Was wir machen, wir versuchen im Prinzip jetzt keine Gruppenbildung per se zu machen, sondern auf unterschiedliche Sachbereiche zu schauen. Und da unterscheiden wir jetzt sogenannte Arenen der Ungleichheit. Das sind die klassischen Oben-Unten-Ungleichheiten. Da geht es um Fragen sozioökonomischer Ungleichheit und um Umverteilung. Dann die Innen-Außen-Ungleichheit, wie wir das nennen. Da geht es um Fragen der Migration, Zugang auch zu Sozialleistungen für Zuwanderergruppen, die Wir-Sie-Ungleichheiten. Da geht es stärker um Anerkennungskämpfe, um Identitätspolitik vielleicht im weiteren Sinne. Und wir haben jetzt neuerdings noch eine vierte identifiziert oder auch untersucht. Das sind die Heute-Morgen-Ungleichheiten. Da geht es um Fragen von Generationengerechtigkeit, Klimafragen und Fragen auch der ökologischen Transformation. Und das ist im Prinzip die Perspektive. Eine Frage, die wir grundsätzlich an diese zwei Weltentheorien immer herangetragen haben, ist eigentlich, gibt es eigentlich diese Einstellung immer nur im Paket, sozusagen als Syndromeinstellung? Tauchen die alle zusammen auf? Und da können wir mit unseren Daten zeigen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass die Leute, also jemand, der jetzt ein SUV fährt, ist nicht automatisch sozusagen Ressentiment geladen und gegen Ausländer und lehnt irgendwie das Gendersternchen ab, sondern dass die Leute doch sehr stark auch nach Sachbereichen differenzieren und man eben nicht von zwei so ausgeprägten Lagern sprechen kann. Das heißt nicht, dass es auch Gruppen gibt, die sich so, wie Herr Pollack das beschrieben hat, auch konstituieren. Aber das auch wir würden sagen, sozusagen die große Masse, die befindet sich irgendwie doch so im mittleren Bereich. Ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen stehen geblieben oder bin nur ich das? Ich habe die Befürchtung, Frau Kupferberg hängt. Okay, dann würde ich vielleicht mal stellvertretend einspringen und nochmal sagen, was so unsere Befunde sind, wenn wir nach diesen unterschiedlichen Einstellungsbereichen gehen. Und da sehen wir zunächst mal, dass die meisten Leute jetzt weder Kosmopoliten noch Kommunitaristen sind, also weder dem einen Lager noch dem anderen zugeordnet werden können. Wir sehen, dass in dem Bereich Identitätspolitik, Anerkennung von Adoptionsrecht für Homosexuelle, Akzeptanz von Transgender-Personen, dass da keine große gesellschaftliche Spaltung entlang solcher Schichtungskategorien vorherrscht, dass wir auch
sozusagen im Bereich der Umverteilung und der vertikalen Ungleichheit keine große gesellschaftliche Spaltung hat. Das kann auch immer mit unseren Items zu tun haben. Das muss man dann noch genau untersuchen. Und sozusagen anders sieht es auch im Bereich der Innen-Außen-Ungleichheiten aus, nämlich der Ungleichheiten, wo es eben um Migration geht. Da sehen wir eben eine starke Streuung über die Bevölkerung und tatsächlich die Tendenz, dass die unteren, einfacheren, bildungsärmeren Schichten eher migrationsskeptisch sind und eine geringere Inklusionsbereitschaft aufweisen und die höher gestellten, ja akademischen oder auch einkommensmäßig besser positionierten Gruppen eine größere Offenheit aufweisen. Wir haben jetzt noch eine neuere Studie gemacht, wo wir das auch mal im internationalen Vergleich angeschaut haben. Und selbst da sieht man sozusagen, dass auch das kein genereller Trend ist für alle westlichen Gesellschaften, sondern dass das sehr differenziert ist und man eigentlich nicht davon reden kann, dass man sozusagen eine neue, dominante, sehr ausgeprägte, auch sozialstrukturell fundierte Konfliktstruktur der genannten Art findet. Ich würde sogar sagen, mit Blick auf die sogenannte Cleavage-Theorie, also die Theorie sozialer Spaltungslinien, müssten, wenn man davon redet, dass es so etwas gibt wie eine Polarisierung oder Spaltung, ja drei Dinge zusammenkommen. Einerseits müsste man sozialstrukturelle unterschiedliche Gruppen finden. Man bräuchte ein spezifisches Gruppenbewusstsein oder eine Gruppenkultur und man bräuchte eine Form politischer Mobilisierung oder auch der politischen Repräsentation über Parteien oder andere politische Organisationen. Und wenn man das so zusammennimmt, dann denke ich, muss man diese Rede von der Spaltung der Gesellschaft oder der starken Polarisierung etwas abschwächen. So, das müsste ich wieder sein, liebes Publikum. Entschuldigen Sie, Sie haben es gemerkt, die Tücken der Technik, irgendwie bin ich rausgeflogen und habe mich jetzt schnell wieder eingewählt und hoffe, dass es jetzt funktioniert, allerdings über Smartphone. Ich probiere es parallel noch über den Rechner. So kann das manchmal sein. So, jetzt habe ich natürlich einiges leider, lieber Steffen Mau, nicht mitbekommen von dem, was Sie ausgeführt haben, kenne aber ja Ihre Studie. Erstmal ist es ja beruhigend und offenbar hat das auch Herr Pollack in seiner Studie so befunden, dass von einer wirklichen Spaltung in Deutschland zumindest nicht die Rede sein kann. Dennoch würde ich ganz gerne, Herr Mau, noch einmal nachgefragt wissen, in welchen Themenbereichen, mit dem Risiko, dass Sie das möglicherweise während meiner Abwesenheit schon beantwortet haben, aber in welchen Themenbereichen schienen die Einstellungen denn polarisiert? Ja, ich habe das schon erwähnt und habe ein bisschen monologisiert, als Sie draußen waren. Also der Migrationsbereich ist sozusagen so ein divisiver oder sozial spaltender Bereich mit sehr unterschiedlichen Positionen, die auch sozialstrukturell sehr unterschiedlich verteilt sind. Das trifft eben für diese anderen Bereiche nicht so stark zu. Wenn man jetzt vielleicht nochmal auf Daten über den Zeitverlauf guckt, also Polarisierung hat ja auch sozusagen, ist auch eine Trendthese, also es sollte irgendwie zunehmen, es sollte auch eine zeitliche Dynamik vorhanden sein. Und da haben wir jetzt erste Studien. Meine Mitarbeiter haben jetzt eine gemacht zu Migrationseinstellungen, aber es gibt auch andere von Kolleginnen und Kollegen. Und ob das jetzt Umweltbewusstsein ist, Einstellung zur Europäisierung, zur Globalisierung oder zur Migration, dass man da über die Zeit eigentlich keine grundlegende Veränderung der Strukturmuster dieser Einstellungen sehen kann. Mhm. Also selbst wenn man Zeiträume von 20 oder 30 Jahren anschaut, und das wäre ja sozusagen mindestens eine der Annahmen, die so eine Polarisierungsthese dann auch mit befördert. Ja, dann haben Sie erst einmal Dank an dieser Stelle. Ich würde ganz gerne, Frau L. Menoir, mit Ihnen weitermachen. Sie sind nämlich über die drei beziehungsweise vier Teilungen noch einmal hinausgegangen in Ihrer Studie. Sie haben gut 1000 Personen befragt im November 2020 zu den Themen Klimawandel, Vielfalt und Gerechtigkeit. Und sie kamen auf das Ergebnis, dass trotz unterschiedlicher Sichtweisen die Mehrheit der Menschen elementare Werte teilen. Welche sind denn das? Ja, also ich würde gerne einmal versuchen, die Studie noch ein bisschen einzuordnen. Deswegen hole ich noch ein bisschen aus, einfach um verständlich zu machen, wie wir vorgegangen sind und wie das sozusagen einzusortieren ist, vielleicht auch vor dem Hintergrund der Studien von Herrn Mau und auch Herrn Pollack. Also erstmal würde ich auch sagen, greift das Bild einer gesellschaftlichen Polarisierung zu kurz. Das haben wir ja eben auch schon gehört.
Ja, wir haben eben in unserer Studie gesehen, dass es eben nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern viele Grauschattierungen dazwischen und haben versucht, sozusagen diese Komplexität oder diese neue Komplexität, die wir in unserer Gesellschaft haben, ein Stück weit auch zu erfassen. Früher hat noch die soziale Lage, wenn man so will, also Einkommen und Bildung primär darüber entschieden, beispielsweise, welche Partei jemand gewählt hat. Die Ärmeren und weniger Gebildeten haben sich eher links orientiert, die besser Situierten und besser Gebildeten eher rechts. Und heute ist die Situation eben nicht mehr ganz so eindeutig. Ja, also die soziale Ungleichheit in diesem Sinne hat deutlich zugenommen. Und wir haben auch nicht mehr nur eine Elite zum Beispiel, sondern mindestens zwei. Also auf der einen Seite haben wir eine Bildungselite und auf der anderen Seite eine Wirtschaftselite. Die sind beide, wenn man sich allein die sozialen Lagen anschaut, wahrscheinlich in einer ähnlichen Position, unterscheiden sich in dieser Hinsicht kaum voneinander. Aber wenn es um Fragen wie Umwelt, Migration oder auch Gerechtigkeit geht, dann sieht man schon, dass sich die Einstellungen deutlich unterscheiden können. Und das drückt sich auch in ihrem Wahlverhalten aus. Ja, die Bildungselite würde eher links wählen, die Wirtschaftselite eher rechts. Und wir haben versucht, diese neuen Ungleichheiten, die sich ja jenseits von sozioökonomischen Lagen abzeichnen, zu erfassen über basale Werthaltung, also über das, was handlungsleitend ist für Menschen und also sozusagen relativ stabile Werthaltungen, die über Einstellungen, die sich ja quasi auch schneller, flexibler sind, schneller ändern können, haben wir versucht, einen Schritt weiter zu gehen und auch nochmal dahinter zu schauen, was steckt eigentlich dahinter. Und wir haben in der repräsentativen Studie eben insgesamt 7 unterschiedliche Wertemilieus entdeckt, die unterschiedliche Perspektiven auf die Gesellschaft haben und damit eben auch Themen wie Migration, Umwelt und so weiter auch unterschiedlich bewerten. Und im Grunde kann man sagen, fassen diese 7 Wertemilieus aus unserer Sicht die Komplexität sehr kompakt und gut zusammen. Also beispielsweise sehen wir, dass sich die Bildungs- und Wirtschaftselite, von denen ich eben gesprochen habe, auch in 2 unterschiedlichen Wertemilieus wiederfinden. Die bescheidenen Humanisten, das wären sozusagen das Pendant für die Bildungselite auf der einen Seite und die sogenannten Leistungsorientierten als Pendant für die Wirtschaftselite auf der anderen Seite. Und hier sehen wir, dass die bescheidenen Humanisten sich eher primär an humanistischen Werten wie Gleichheit, Pluralität und Nachhaltigkeit orientieren und sich das auch in ihrem Wahlverhalten ausdrückt, die eher grün orientiert sind, während die Leistungsorientierten, wie der Name schon sagt, sich stärker an Erfolg, an Anerkennung orientieren, ihnen Freiheit sehr wichtig ist, aber auch traditionelle Werte sehr hoch gehalten werden und die orientieren sich auch parteitechnisch eher an CDU oder auch FDP. Und diese 7 Wertemilieus fassen im Grunde diese verschiedenen Sichtweisen, die Pluralität unserer Gesellschaft sehr gut zusammen und zeigen eben auch, dass das Bild etwas komplexer ist, als dieses Bild einer polaren Gesellschaft ausdrückt. Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, die Studie macht eben auch deutlich, dass es in einer pluralen Gesellschaft eben keine klaren Mehrheiten gibt. Ja, also die 7 Milieus sind alle anteilig etwa gleich groß, zwischen 10% und 15%. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Aspekt, der hier... Ja, unbedingt. Frau Elmenua, ich fand ja interessant, wie Sie diese 7 Wertemilieus bezeichnet haben. Sie haben uns schon ein paar Beispiele genannt. Können Sie uns die alle trotzdem nochmal aufzählen? Das fand ich doch bezeichnend und wirklich auch mal einen ganz interessanten Zugriff, diese Kategorisierung. Ja, gerne. Also wir haben zum einen die kreativen Idealistinnen gefunden, so wie wir sie genannt haben. Ähnlich wie die bescheidenen Humanistinnen, die ich eben schon vorgestellt habe, orientieren sie sich eben auch an universalistischen Werten wie Gleichheit, Pluralität, Umweltschutz. Aber sie sind sehr idealistisch, verstehen sich selber als gesellschaftliche Avantgarde, die sozusagen mit neuen Themen vorangehen und äußern das auch sehr meinungsstark und auf eine sehr unkonventionelle, verstehen sich als sehr unkonventionell, sind insgesamt eher durchschnittlich jünger
als der Rest der Bevölkerung und überdurchschnittlich hoch gebildet. Die bescheidenen Humanisten hatte ich vorgestellt. Dann haben wir die individualistischen Materialistinnen. Das sind Menschen, die sich vor allen Dingen an Wohlstand und Konsum orientieren, die relativ gut situiert sind, sich das aber hart erarbeitet haben und sehr viel Wert legen auf ihre Unabhängigkeit, die insgesamt etwas misstrauischer sind und auch ein Stück weit pessimistischer. Hier finden wir die größten Unterschiede zu allen anderen, die also auch mit Blick auf die Parteipräferenz finden sich hier auch überdurchschnittlich häufig AfD-Wähler. Dann haben wir die unbeschwerten Beziehungsmenschen entdeckt, die sich stark sozial orientieren, also eher an Zugehörigkeit orientieren. Geborgenheit ist ihnen wichtig, also sozusagen diese Eingebundenheit in soziale Netzwerke, sind eher unbeschwert, auch risikobereit, also auf Sicherheit legen sie keinen großen Wert, sind eher weniger gut gebildet, zwischen 18 und 29 Jahre alt, also, oder eher jünger. Dann haben wir die als fünftes Milieu die sicherheitsorientierten Konservativen, die sehr viel Wert legen auf die Themen Gemeinwohl, also sehr gemeinwohlorientiert sind, sehr loyal sind, ihnen Sicherheit sehr wichtig ist. Die leistungsorientierten Macherinnen, die hatten wir schon vorgestellt, die sind sehr stark an Leistung, Einfluss und Anerkennung orientiert. Und dann haben wir die unkonventionellen Selbstverwirklicherinnen als siebtes Milieu, die, wie der Name schon sagt, eher an Selbstverwirklichung interessiert sind, aber auch konsumkritisch sind. Also sie machen das nicht über den Weg des Konsums, sondern eher so verstehen sich als spirituell. Und das ist sozusagen so ein alternatives Milieu, das überdurchschnittlich alt ist. Das ist sozusagen, die sind schon über 60 und wählen eher links. Also das ist vielleicht so ein knapper Durchlauf durch die sieben Milieus. Ja, dafür herzlichen Dank. Und liebes Publikum, Sie merken schon, genau das war der Dreischritt. Wir sind also von diesen Deckerverteidigern von Herrn Pollack dann über Herrn Mau zu einem Vierschritt gekommen. Und jetzt haben wir eben sieben Wertemilieus ausfindig machen können mit Frau El-Menouar. Herr Pollack, Sie haben ja auch untersucht, wie sehr sich Entdecker und Verteidiger hinsichtlich ihrer kulturellen und religiösen Verortung beziehungsweise ihrer psychologischen Disposition unterscheiden. Was haben Sie denn hier rausgefunden? Also ich nehme mal zwei Sachen heraus. Also wir haben auch nach Dominanzorientierung gefragt zum Beispiel. Und da ist eben zu beobachten, dass bei den Verteidigern tatsächlich die Dominanzorientierung stärker ist, deutlich stärker als bei den Entdeckern. Also da geht es darum, ob man eigentlich eine hierarchische Gesellschaft, eine Gesellschaft, die Autoritäten akzeptiert, befürwortet. Und das sehen wir eben bei den Verteidigern. Das ist auch ziemlich logisch, ist auch kein überraschendes Ergebnis. Umgekehrt ist es eben natürlich bei den Entdeckern. Ich will noch mal vielleicht einen Satz sagen, bevor ich einen Schritt weitergehe. Im Grunde genommen habe ich ja eigentlich drei Gruppen ausfindig gemacht. Also das finde ich nicht ganz unwichtig, sind die Entdecker, die Verteidiger und dann diese Mittelgruppe, die Mehrheit ausmacht. Was Sie zur Religion gefragt haben, da würde ich eigentlich vor allen Dingen auf einen Punkt abheben wollen. Es kommt möglicherweise gar nicht so stark darauf an, ob man religiös ist oder nicht religiös ist, kirchlich gebunden oder nicht, sondern welche Art von Religiosität man befürwortet. Und da haben wir unterschieden nach, sagen wir mal, einem stärker orthodox-fundamentalistischen Verständnis von Religionen und einem konventionellen und einem mehr spirituellen. Und das brauche ich jetzt im Grunde gar nicht zu sagen, das können Sie sich alles selber denken. Bei den Verteidigern haben wir also eine Überrepräsentation derjenigen, die Religion in einem stark fundamentalistischen Sinne verstehen. Bei den Entdeckern ist das Gegenteil der Fall. Die Mehrheit liegt in der Mitte. Wir haben jetzt ja also im Endeffekt in allen drei Beiträgen oder in allen drei Untersuchungen gesehen, da ist eine etwas größere Komplexität drin in dieser Gesellschaft als diese einfache Spaltung in zwei Lager, und die machen auch nicht so einen ganz großen Teil jeweils der Gesellschaft aus. Aber wie bringen wir das denn zusammen mit den Entwicklungen, die wir heute so aktuell, sagen wir mal, auf der Straße erleben oder eben in diesen öffentlichen Diskussionen, also Streit um Impfpflicht oder beispielsweise, Herr Mau, Sie hatten das ja auch schon so thematisiert, also Fragen um Geschlechterrollen, Geschlechteridentitäten.
Also bilden diese Debatten denn tatsächlich das ab, was Sie in Ihren Daten sehen? Also wie passt das eigentlich, also wie passt diese öffentliche Wahrnehmung zu dem, was Sie in Ihren Untersuchungen gefunden haben? Also vielleicht, Herr Mau, dass Sie da als erstes drauf eingehen. Und danach übergebe ich wieder an Frau Kupferberg, die jetzt hoffentlich wieder da ist. Ja, und ich hoffe, ich bleibe jetzt auch da, liebes Publikum. Ist mir unangenehm, ich weiß nicht, was hier los ist. Tja, aber ich bin da, in der Tat, Herr Mau. Ja, vielleicht kann man da zwei Punkte machen. Das eine ist sozusagen das, was wir jetzt auch schon alle drei diagnostiziert haben, dass es gar nicht sozusagen um einen Riss in der Mitte geht oder auch gar nicht um einen sozusagen Kulturkampf, der die Gesellschaft in zwei Teile spaltet, sondern wir haben Entwicklungen, die sind auch hochproblematisch. Also man sollte jetzt auch keine Entwarnung geben. Und da würde ich sagen, dass vielleicht die Rede von der Polarisierung ein bisschen irreführend ist, wir es doch eigentlich mit einer Radikalisierung an gesellschaftlichen Rändern haben. Diese Ränder mögen wachsen und da kann sich auch was verfestigen. Das ist sozusagen eher das Problematische, worauf wir schauen könnten und auch vielleicht sollten. Und das Zweite ist etwas, was wir jetzt mit so einem Konzept, das wir Triggerpunkte nennen, versuchen zu bearbeiten, dass wir sagen, es gibt eben Leute, die haben prinzipiell vielleicht positive Einstellungen zur Gleichstellung, sind auch tolerant gegenüber anderen Lebensweisen, auch anderen sexuellen Identitäten und regen sich dann trotzdem über bestimmte Aspekte auf. Ne? Also zum Beispiel sprachliche Eingriffe, Unisex-Toiletten oder solche Dinge. Und aus unterschiedlichsten Gründen. Ne? Also da, weil das zum Teil als gesinnungspolitische Chiffren gelesen wird, zum Teil auch ja jetzt bei der Sprache aus sprachästhetischen, sprachökonomischen Gründen. Das kann sehr, sehr vielfältig sein. Und da hat man eben viele paradoxe Effekte, dass zum Beispiel Sprache, die inklusiv sein möchte, auch sozial als exklusiv wahrgenommen werden kann, weil sie eben auch eine starke sprachliche Kodierung, auch hohe sprachliche Kompetenzen voraussetzen. Und das sind einfach Sachen, wo Leute zum Teil, die jetzt nicht notwendigerweise chauvinistisch und sexistisch sind, sich gegen Sachen wehren. Da sind wir jetzt ein bisschen daran zu arbeiten, zu sagen, okay, diese Oberflächenkonflikte, auch die öffentlichen Konflikte, die wir wahrnehmen, die sind ja wirklich heftig und auch intensiv. Und zum Teil haben die natürlich auch sozusagen spalterische Komponenten. Sozusagen, inwieweit sind die eigentlich verankert in tiefergehenden sozusagen Einstellungskomplexen. Also inwieweit reichen die eigentlich runter in die Tiefe der Gesellschaft und auch in die Tiefe der gesellschaftlichen Struktur? Und wenn man diese beiden Betrachtungsebenen mal unterscheidet, dann kann man zumindest immer sehen, ob wir es quasi mit gesellschaftlichen Oberflächenphänomenen oder auch mit Formen öffentlicher medialer Kommunikation, die natürlich immer stark auch auf so etwas setzt und solche Differenzbildungen so ins Zentrum stellt, zu tun haben oder ob das wirklich etwas ist, was stark eingewurzelt ist und was eben auch Struktureffekte zeitig. Da kann ich jetzt noch nicht richtig was zu sagen, aber das wären sozusagen zwei Perspektiven, die man eigentlich über solche Phänomene drüberlegen müsste. Ja, in der Tat. Ich glaube, da zeigt sich nämlich das große Dilemma auch. Sie finden ja alle drei tatsächlich nur wenige empirische Hinweise auf die in diesen Gegenwartsdiagnosen oft behauptete Spaltung der Gesellschaft, die ja auch im öffentlichen Diskurs immer wieder auch tatsächlich so befragt wird oder behauptet wird. Aber gleichzeitig haben wir eine ziemlich harte und heftige Diskussionskultur in Deutschland. Frau El-Menouar, Sie haben auch Ihre Befragten nochmal dazu befragt. Wie bewerten die denn die öffentliche Debattendiskussionskultur? Ja, also wir haben festgestellt, dass die Menschen den Eindruck haben, dass die Debatten gesellschaftsweit viel rauer geworden sind und auch viel respektloser geworden sind, während es in dem Umfeld, also in dem persönlichen Umfeld eigentlich noch ganz normal zugeht oder noch sehr respektvoll zugeht. Das heißt nicht, dass sie gar nicht diskutieren, sondern sie haben durchaus auch Kontakt mit Menschen, die anderer Ansicht sind, die anderer Meinung sind, aber da scheint es anders empfunden zu sein. Das heißt, das, was gesellschaftlich wahrgenommen wird, deckt sich eigentlich nicht mit der persönlichen Erfahrung. Und das ist ja eigentlich ein interessantes Phänomen, was natürlich auch was damit zu tun hat, worauf wir gesellschaftlich in den Debatten, vor allen Dingen in den öffentlichen Debatten, auch den Scheinwerfer drauf richten. Wir hatten ja gesagt, wir haben ein ganzes Spektrum an Sichtweisen gefunden. Wenn man aber den Scheinwerfer allein auf die Extremposition richtet, kann durchaus natürlich der Eindruck entstehen, dass es sich hier um eine Polarisierung handeln könnte, weil diese Positionen natürlich auch sehr kontrastreich sind,
und nochmal stärker wahrgenommen werden. Das ist natürlich die Herausforderung, die wir haben momentan. Eine große Diskrepanz. Und Detlef Pollack, Sie haben schon vorhin gesagt, Sie haben sich andere Länder ja auch angeschaut, Polen zum Beispiel. Da haben wir in der Tat mit einer Spaltung zu tun. Das kann man für Deutschland ja so gar nicht behaupten. Wie erklären Sie sich aber diese sehr aufgeregte Diskussion über die Frage der Spaltung der Gesellschaft? Nicht nur derzeit, sondern eigentlich seit vielen Jahren. Das changiert einfach in den Themenbereich noch einmal. Ja, ich würde eigentlich auch unterscheiden zwischen, sagen wir mal, grundlegenden Wertdifferenzen, kulturellen Differenzen, ökonomischen Differenzen, Ungleichheiten im ökonomischen Sinne, die man sozusagen auf der sozioökonomischen Ebene ansiedeln kann, auf der kulturellen Ebene ansiedeln kann und dem, was eigentlich in der Gesellschaft an Diskursen läuft. Und man kann diese Frage nach dem Verhältnis von, sagen wir mal, sozioökonomisch angelegten kulturellen Spaltungen auf der einen Seite und den Diskursen auf der anderen Seite nach zwei Seiten hinstellen. Also man kann einmal sagen, das ist eigentlich die klassische klinische Position. Ja? Wenn wir sozusagen in der Gesellschaft, wegen mir ausgedrückt, in bestimmten politischen Parteien über diese Cleavages reden, dann ist das ein Ausdruck von dahinterliegenden Spaltungen, die wir sozusagen politisch versuchen auszuhandeln. Und dann geht es vielleicht um Kompromisse oder aber auch um Abgrenzen und so weiter. Man kann aber auch genau die umgekehrte Sichtweise einnehmen und sagen, möglicherweise läuft der Diskurs, läuft die Diskussion ganz anders und ist nicht einfach daran gebunden, dass es bestimmte Cleavages gibt. Und die Frage wäre sozusagen dann, das wäre dann auch eine Frage an meine beiden Diskussionspartner, was kommt zuerst oder was ist sozusagen möglicherweise the driving force? Ja? Also man kann sich beides vorstellen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da diese Triggerpunkte gibt, von denen Herr Mau gesprochen hat. So, und dann sagt man, also ich habe was gegen das Gender-Sternchen. So, und aber dahinter steht natürlich möglicherweise mehr. Also dahinter steht vielleicht schon auch eine kritische Haltung gegenüber Autoritäten, gegenüber dem Staat, gegenüber der Wissenschaft, gegenüber Rationalität und was auch immer. So, und dann nimmt man das Gender-Sternchen, das steht aber für mehr. Aber es kann auch umgedreht sein. Also sozusagen, das finde ich sehr interessant, ja, dass sich sozusagen Diskurse verselbstständigen, dass man sich in bestimmten Frames bewegt, sich immer wieder sozusagen bestätigt fühlt und dahinter oft gar nicht so viel steht. Also Frau Manuel weiß, dass wir in Münster ja sehr viel machen, auch zum Verhältnis der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften zueinander. Und da gibt es in meinen Augen genau dies. Ja, das ist also da eine Rhetorik der Betroffenheit, eine Rhetorik von Opfern gibt, wo man dann also als Soziologe fragt, was steht dahinter? Und nicht immer steht was dahinter. Ja, sondern das ist auch sozusagen eine eingeübte Rhetorik. Das ist ja nicht ganz so leicht herauszufinden, wie sozusagen Rhetorik und die, sagen wir mal, die Werthaltung, Rhetorik und die sozialstrukturelle Verankerung der Rhetorik, wie das eigentlich zusammenhängt. Mhm. Aber man kann es natürlich versuchen. Und was wir da feststellen, ist, dass es nicht immer sozusagen aufeinander bezogen ist, dass die Rhetorik, sagen wir mal, der Opferdiskurs zum Beispiel, ja, das Vorzeichen von Diskriminierung und von Betroffenheit, dass das auch eine Eigenständigkeit gewinnen kann, die sozusagen nicht immer sozialstrukturell abgedeckt ist. Was man aber dabei auch bedenken muss, es ist ganz gefährlich, diesen Satz zu sagen, wie ich ihn jetzt gerade gesagt habe, weil natürlich dahinter Diskriminierung und auch sozialstrukturelle Benachteiligung stehen kann oder auch Ungleichheit. Das muss man eben differenzieren, aber es ist nicht einfach sozusagen in einer 1:1 Entsprechung zu bringen. Da muss also genauer hingesehen werden, mit anderen Worten. Herr Pollack und Herr Mau hat es ja auch gesagt, es gibt Bereiche, wo man genauer hinsehen müsste. Deckt sich das, Herr Mau, mit dem, was Herr Pollack gerade ausgeführt hat? Meinen Sie genau das, dass das nicht immer alles deckungsgleich ist, was vielleicht auf den ersten Blick deckungsgleich oder kohärent scheint? Ja, man muss die analytischen Ebenen schon unterscheiden und dann sozusagen im Nachhinein wieder zusammensetzen und aufeinander beziehen. Und dann kann man eben sehen, sozusagen, wo gibt es eine sozialstrukturelle Fundierung,
und wo sozusagen härten sich bestimmte Konflikte dann auch aus? Denn sie müssen ja irgendwie auch von Gruppen, von Trägerschichten irgendwie mittransportiert werden. Und wie übersetzen sie sich eigentlich in den politischen Raum? Warum der Diskurs so stark ist? Na, zum Teil ist es natürlich auch sozusagen ein warnender Diskurs mit Blick auf die Vereinigten Staaten, wo wir tatsächlich einen starken Zusammenhang haben zwischen sozialen Sortierungen, also eine Schwächung der sozialen Berührungspunkte zwischen unterschiedlichen Milieus und auch ja gesinnungspolitischen Lagern, wenn man so möchte. Dann eine Übersetzung im Prinzip in auch eine starke Konfrontativität der zwei dominanten Parteien und dann auch so etwas, was man affektive Polarisierung nennt, also wirklich Freund-Feind-Beziehungen, auch Hass und Wut auf den politischen Gegner. Und das ist natürlich eine vergiftete also politische und auch gesellschaftliche Atmosphäre, die man auf keinen Fall haben möchte. Wir haben kein Zwei-Parteien-System. Bei uns, bis auf die AfD, koalieren fast alle Parteien auch irgendwie auf Bundeslandebene miteinander. Also wir haben sozusagen auch schon von der Konstitution unseres politischen Gemeinwesens vielleicht ein bisschen bessere Voraussetzungen, dass das nicht in so eine starke Konfrontation hinausläuft. Und dann würde ich Herrn Pollack zustimmen, dass im Prinzip Polarisierung auch immer politisch erst hergestellt werden muss. Und man könnte vielleicht die These haben, dass wir mit diesen von mir so benannten Oben-Unten-Ungleichheiten natürlich einen institutionellen Klassenkompromiss gefunden haben, hauptsächlich über den Sozialstaat und Umverteilung. Und wir haben tatsächlich eine neue Konfliktdimension, die vor 30, 40 Jahren in so einem geschlossenen Nationalstaat vor der Globalisierung und auch vor der Europäisierung vielleicht noch nicht so vorhanden war. Und das ist eben diese kulturelle oder ethnokulturelle Konfliktlinie um Öffnung und um Schließung. Die passt auch sehr gut zu den zwei zentralen Gruppen, die Herr Pollack herauspräpariert hat. Und man könnte sagen, dass diese Konfliktlinie noch nicht so arrondiert ist. Also die ist gesellschaftlich noch nicht gesetzt. Und es gibt auch noch nicht richtige Befriedungsformel dafür. Also da ist eine ganze Menge Dynamik drin. Und das ermöglicht natürlich Polarisierungsakteuren, auch neuen Parteien, neuen Gruppierungen, politischen Unternehmern im Prinzip da politisches Kapital draus zu schlagen. Also diese für sich einzunehmen. Ja, das Bedienen sozusagen dieser Thematiken und auch das politische Aufladen oder Politisieren dieser Thematiken ist selber Teil dieses Polarisierungsprozesses, wenn es den dann gibt. Und wenn die erfolgreich sind, dann glaube ich schon, kann sich so eine Cleavage, so eine Spaltungsstruktur auch festsetzen. Aber dann ist sie nicht von unten sozusagen durch sozialstrukturelle Veränderung oder Wertewandel hervorgerufen, sondern ist sie relativ stark von oben gekommen. Und da gibt es jetzt auch vergleichende Studien in Politikwissenschaften, die das sehr genau zeigen können, dass die Polarisierung immer dort stärker ist, wo politische Akteure diese Klaviatur sehr stark bespielt haben. Und somit sind wir schon beim Hier und Jetzt. Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle erstmal für Ihre Einblicke in Ihre Forschung und Erkenntnisse. Lieber Herr Pollack, liebe Frau Menoir und Herr Mau, und mache an dieser Stelle erst einmal einen Schnitt für die Aufzeichnung.